Dann schauen wir uns doch jetzt mal in der Gehhöhle etwas um. Ja, herzlich willkommen in Midgar, in einer Höhle. Und Red 13 hat's immer noch drauf. Kommt nur drauf an, wann er jetzt sein nächstes Limit lernt. Ah, verdammt. Das war der falsche Schalter. Oh mein Gott. Oh, ah, nee. Okay, wir sind nicht vollkommen zurück in, Darkness! sondern einfach mal bei der, im Kern des Planeten, wo man gegen Bizarro Sephiroth kämpft. Feine Sache. Oh, warte mal. Wenn alle im Stoppzustand sind, dann habe ich die Befürchtung, dass es heißt Game Over. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Aber wenn, wäre das schlimm. Ja, warte mal, wieso nutze ich Potions? Hab doch hier Heilung. Aber nicht genug MP, ja. Ist das jetzt? Okay, das war's. Edit Effect. Nö, brauche ich erstmal nicht. Aber trotzdem gut zu haben. Oh. Das ist zwar nicht ganz der Nordkrater, aber, Gaia's Cliff, glaube ich, ja. Und wieder sind wir im Unterwasserreaktor. Wunderbar. Komm. Panzerhandschuh. Mach sie alle fertig damit. Yes. So gehört sich das. Oh, warte. Das ist aber die completely. Darkness. Okay, Spinne, komm schon. Wo willst du kämpfen, hä? Aha, Nordkrater. Bei den Zauberpötten. Au! Das hat wehgetan. Hey, Sword. Klingt nach Cloud. Nein! Barret, bist du be bescheuert? Und kein. Okay, du greifst jetzt nicht mehr an. Nichts so ungut. Weil sonst ziehst du den Kampf nur in die Länge. Okay, eigentlich war das doch dieser Mörderangriff, den die Spinne da eigentlich hat. Und macht einfach mal so gut wie gar keinen Schaden. Okay. Ja, schlecht nachgesungen. Spinne Nummer 2 will auch am selben Ort kämpfen, ne? Ah ne, du greifst ja nicht an. Aber du hast doch bestimmt, nee, keine Magie. Der hat auch keine Magie. Mit Items weiß ich ja nicht so genau, ob ich sie nutzen sollte, weil sie ja jetzt echt die unterschiedlichsten Effekte haben. Ich glaube, es verdient eine extra Folge, wo wir wirklich jedes einzelne Item austesten. Item, Randomized Item Showcase oder so etwas. Ja, also nur aus dem Grund will ich eigentlich jetzt kein X-Trank auf den Boss werfen, weil, wer weiß, es könnte uns ja schaden und es könnte unserem Gegner einfach mal voll helfen. Okay, also allmählich leveln hier die alle Materia recht schnell. Jetzt glaube ich schon das zweite in diesem Part, kann das sein?
Ja, eine Stufe 3. Ja, auch Stufe 3. Ohohoho. Heilt euch bitte mal nochmal schnell, bevor es zum Boss geht. Eigentlich wäre jetzt ein Speicherpunkt hier ganz nett. Ich fänd's nicht schlecht. Hashtag Speicherparanoia. Boom! Aha. Du hast dich also in der Gelnica eingenistet? Das ist okay. Leben ist Lulu, oder wie hieß der Angriff jetzt? Oh, bitte kein Softlock. Oder... Cloud, wie viel MP brauchst du für Ultima? 65, aha. Okay, komm schon, was hast du? Konnte nichts stehlen? Ach, doof. Okay. I'll take it. Ja, okay, Aether hat nichts gebracht in dem Kampf. Das heißt, wir können jetzt einfach mal so ganz stumpfsinnig, ganz normal kämpfen. Aber, wow, guck mal. Er kann mit Feuer seine Flammen nicht mehr heilen. Schadenfreude-Modus an. Aber ich will jetzt wissen, was du hast an Item, was man klauen kann. Ich finde das auf eine gewisse Art und Weise so verdammt fail. Ich kann es einfach nur witzig finden gerade. Dass er mit seinem eigenen Flammenangriff seine Flamme nicht heilt. Ja komm, kill deine Flamme. Oh. Ah ne, das war so eine Wohltat oder so. Was wie Akupunktur. Klau doch bitte mal das, was er da hat. Wird doch wohl möglich sein, ne? Come on, come on. Rocket Punch. Ah ja, das war Barretts komische Waffe, die er, glaube ich, im Tempel des alten Volks bekommt oder irgendwo. Die keine Slots hat und keine Verstärkung, aber dafür irgendwie voll super, super Angriff wert hat oder so. Oh, warte mal, hat er... Stand da gerade, dass er keine MP mehr hat? Wenn ja... Ist das ein Grund zur Schadensfreude und dass er tot ist auch? Ne. Okay. Vielleicht sollte ich doch besser nicht so fies sein. Und dann sind wir wieder auf der Reise auf der Weltkarte und schauen, was diese so drauf hat. Im Randomizer-Modus. Ja. Willkommen in Gongaga schon wieder. Ich schätze mal, dann ist es jetzt auch Zeit, Vincent mal zu holen. Warte mal. War denn die Zahlenkombination nochmal? Ich glaube, das muss ich jetzt nochmal gerade schnell ausfindig machen. Na ja, gut. Auch in der Shinra-Welle kämpfen wir in der... Ja. Im Schrottplatz von Gongaga? Warum auch nicht? Ja, habt ihr jetzt mal genug gepapt? Liebehalbert geklaut. Oho. Dann machen wir hier alle die Biege. Danke, danke. Und dann jetzt hier auch noch Kadabum. Und dann haben wir Ruhe. Guckt mich einfach mal im Haus um schnell. Aha! Und da sind wir wieder in Yunnan mit dieser komischen Sense. Aber diesmal im Schlepptau. Und doch der Nordkrater lässt grüßen. Okay.
Situation gefällt mir das Ganze gerade nicht. Wenn Cloud angreift. Ei. Greif dich bitte selber an. Danke. Was? Nein. Okay, jetzt will ich weg. Oh. Ich fass es nicht. Und gütiger. Ich hab mich gerade zu Tode erschrocken. Wisst ihr das? Ich kann diese Zahlen gerade nicht finden. Ich erinnere mich auch kaum mehr dran. Okay, wisst ihr was? Machen wir auch einfach den Einfach. Der heute so gängig ist. Internet. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Zahlen hier stimmen. 10, 59. Und 97. Okay. Bin ich froh, dass das jetzt geklappt hat. Und hey, willkommen im Wüstengefängnis mit dem Sonne-Mond-Kunstviech da. Und ja, das ist doch luschig. Was hat er gemacht? Wo ist Cloud? Ah, da ist er. Wieder. Ja, okay. Cloud kann mal wieder sein Limit nutzen. Wenn er es denn will und kann. Oder es geht auch so, ja. Beziehungsweise der Keller. Was hat der denn so? Scheiß geile Umgebungen. Okay, gut. Honor Pants heißt es jetzt. Bei der randomized. Bitte weg. Tut mir leid, ich will jetzt nicht mehr gegen diese Dinger kämpfen. Die machen mir zu viel Angst. Er ist genauso rot gekleidet wie er. Seit wann bleibt denn hier die Musik die gleiche? Höchst interessant. Yoshiyuki. Wenn ich mich nicht irre, auch was für Cloud. Ey, wirklich jetzt? Naja, komm. Auf einem schöneren Gebäude zu kämpfen mit Vincents Thema in der Villa von Nibelheim ist auch nicht ganz schlecht. Boom! Und schon sind wir in den Nibelbergen und kämpfen sofort sogar dort. In einer Riesenwüste. Warum nicht? Na komm, wirbel uns doch schön durch. Wieder auf dem Dach von Shinra-Gebäude. Cool. Das scheint hier in Nibelheim voll der Renner zu sein. Königsfelder. Ah. Irgendwie schon langweilig. Masse kalt. Wow. Das ist aber ein schöner Anblick. Can't reach. Oh. Warte mal. Wer hat hier nochmal Fernwirkung gehabt, du Cloud, ne? Jo, er hat's einfach mal erledigt für uns. Weil er es kann, ne? Wizard Bracelet. Oh, warte mal, ist das der Zauberarmreif vielleicht? Der die maximal. Der 8 Slots hatte, die alle verbunden waren? Wenn ja. Sehe ich das gerne. Aber hier muss es jetzt natürlich nichts heißen. Alter, die schütten einfach mal eine Lawine auf uns.
Ach ja, stimmt. Und es macht ja Stopp. Gefällt einfach mir mal nicht so gut. Aber irgendwie passt es ja sogar. Wenn man unter einer Lawine begraben wird für eine längere Zeit, ist man eingefroren. Was gleichzusetzen ist mit einem Stoppzustand. Okay, jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt gegen den Materiahüter oder sowas kämpfen. Oh, ist das... Ah, nee, das ist nicht der Nordkrater, sondern das ist... Die Methrinmine, ne? Äther gestohlen. Langweilig! Ja. Er hat schon wieder Lunatic High gelernt. Mann, Barrett, du bist absolut überhaupt nicht abwechslungsreich. Ja, guck mal. Er hat nicht mal ein drittes Lunatic High. Jetzt hier in der Tabelle, ne? Komisch, komisch, komisch. Das ist ein bisschen schräg gewürfelt, finde ich. Na gut, wird Zeit, Nibelheim zu verlassen. Und ich glaube, dann widmen wir uns jetzt auch mal Yuffie, die jetzt hier in den Wäldern am häufigsten erscheint, soweit ich weiß. Uhuhu, Nordkrater! Okay, gib mal hier schön alle Items her. Champion Belt. Was hat denn der noch? Meistergürtel, oder? Ist das der Meistergürtel? Wenn ja, dann war es eigentlich eine voll super tolle. Ein sehr schönes Accessoire eigentlich. Oh 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 ja, komm. Mach sie jetzt sofort kalt, bevor sie jetzt irgendeinen Softlock wieder auslöst. Oh nein! Scheiße! Komm schon, ich will jetzt einfach mal Yuffie bekommen. Das wird doch wohl möglich sein. Los, wo ist sie denn? Komm. Zeig dich, Yuffie! Ah, und plötzlich sind wir auf einer Zugreise. Tschu-tschu! Cosmo Memory? Cosmo Memory? Ist das nicht Red 13s letztes Limit? Und haben wir das nicht eigentlich schon? Oh, nö. Anscheinend ist das unser erstes Exemplar. Na komm, wo ist sie denn? Zeig dich. Da, Midgar lässt grüßen. Also selbst hier lässt sie doch ein bisschen lang auf sich warten. Dieses Mädel. Komm, jetzt muss es klappen. Bevor sie am Zug ist. Komm schon, komm schon. What the fuck? Man kann sie in einen Frosch verwandeln. Und Barretts Waffe kann das? Cool. Das ist cool. Ah, meine Güte, da haben wir sie jetzt endlich.
Besseres fällt mir nicht ein. Ehrlich. DOC, Buddy. Gürtel Mitya. Meine Güte, bin ich jetzt froh, dass diese Softlock Queen kein Terror mehr macht fürs Erste. Und dass sie jetzt in unserer Party ist. Ach ja, und nebenbei hat Red 13 auch noch hier Klimm-Hazard gelernt. Also Klimm-Gefahr, schätze ich mal. Schauen wir mal, ob das wenigstens kein Softlock auslöst. Alles klar, und jetzt muss ich mal schnell ans Telefon gehen. Ist er ja im Grunde auch, oder?